was die Stockbinde heute sagt. Es ist doch ein kleines Liedchen. Das mit Trinken zu tun hat. Trinken ist bei diesem Wetter sehr wichtig. Ja? Ja? Trinken. Ja, trinken ist gut, aber das Lied hat nichts mit Trinken zu tun. Nein, das Lied hat was mit einer wunderschönen neuen Mai zu tun. Ja, aber die haben sie auch nur gesehen, weil sie wahrscheinlich eingekehrt sind zum Zaubern. Ja, du hast es falsch verstanden. Ach, die anderen drei. Ja, wir spielen jetzt drei Lieder gleichzeitig. Nein, also das folgende Lied handelt davon, von drei. Also von Gestalten, die immer, wenn man das in den Büchern Glauben schenken darf, zu dritt auftraten und die bekannt waren unter dem Namen Musketiere. Musketiere! Nein, aber Musketiere, was der ein oder andere von euch vielleicht nicht wusste, haben an ihren Hüten öfter mal Blumen getragen. Und jede einzelne Blume andere Bedeutung. Und was diese Bedeutung ist, das hört ihr im folgenden Liedchen. Ja. Manchmal hat sie aber auch Federn am Mund getragen. Federn haben sie auch manchmal am Mund getragen. Wie die Hände zum Beispiel. Aber was das mit den Federn auf sich hat, das werdet ihr auch gleich hören. Echt? Na gut. Ja, ich glaube, jetzt haben wir das mal aus. Ja, wir haben das Lied schon seit ungefähr 12 Jahren gestanden. Komm aber auch nicht, ist nicht so schwierig. Ihr werdet es merken. Und ihr werdet nachher, genau, wir werden euch nachher brauchen bei diesem Lied. Es ist also mitsingbar, mit klatschbar und ja. Das stimmt. Und ihr regt dann eure Fantasie und ich raune die Hirnzelle nochmal an, etwas zu überlegen. Im späteren Teil müsst ihr uns quasi gewisse Sachen an den Kopf werfen, mit denen wir dann weiterarbeiten, quasi. Eigentlich nur, weil wir den Text nicht können. Immer noch nicht. So manchmal fand ich... Ja, also das klingt nicht wie gut. Also was ihr euch wundert, das klingt immer wie eine Ente, auf die jemand drauf tritt. Auch wenn es auf den Kopf... Jetzt klingt es halt wie eine heisere Ente, auf die jemand drauf tritt. Wir sind ja auch heiser betroffen. Die drei Muskeln. Thank you.
Nein, die drei Musketiere. Porthos, Athos, Aramis, D'Artagnan und Orlando Bloom. Also mindestens fünf. Ja, das stimmt. Aber den hatten wir noch nicht, den Orlando Bloom. Was hat denn der? Federgabe? Der hat bestimmt eine Federmut. Also der fünfte war die. Weiß ich nicht, der fünfte. Ich mach mal den fünften. Okay. Feder. Feder. Ja, Feder. Ja. Der fünfte von den drei. Natürlich waren es noch viel mehr als fünf. Aber welche Blumen die an ihren Hüten hatten, das wissen wir nicht mehr. Deswegen müsst ihr uns das jetzt sagen. Tulpen! Tulpen! Haben wir schon nur. Also ihr werft uns Blumennamen entgegen und wir werfen dann mit einer frei im erfundenen Strophe zurück. Tulpen war zuerst. Wer Tulpen? Ich Tulpen. Tulpen. Botanisch als im Raum. Lateinische Fachbegriffe oder griechische Sprache. Also Rhododendron hätte ich ja eine Strophe. Ja, aber ich meine erst die Tulpen, das ist so. Ach so, ja, na schön. Wir wollen den sechsten. Der sechste von den dreien, der Zuckermut mit Tulpen. Der sechste von den dreien, der Zuckermut mit Tulpen. Der war im Bett mit Nohulpe. Was? Was? Zahnwurz! Ja!
Die Blume des Jahres, der Kaktus. Passt oh ja. zu deiner Frisur. Die sticht auf, ja. Der Kaktus, der letzte hat einen Kaktus. Eins, zwei, drei.